Hallihallo und herzlich willkommen zum blauen Unit Guide. Auf geht's! Die Hellebardisten für 175 Einfluss sind ganz okay. Ich würde sie oben lang skillen, gibt es einfach nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ist eine Charge Unit und können aufgewertet werden zu den Landsknechten. Die Landsknechte sind die Weiterentwicklung von den Hellebardisten und kann man in der Season 6 freischalten. Gehen wir mal in die Details. Die Landsknechte ist, wie der Vorgänger auch schon, eine Charge Unit. Hat hier noch diverse Boni. Zum Beispiel kann man sich nochmal hinstellen, was sozusagen wichtig ist. Die 1 braucht man, um später sozusagen die 2 den Charge zu triggern. Die 3 ist eine sehr, sehr starke Nahkampfattacke. Die Skillungen, wie ihr hier lang geht, sind Geschmackssache. Beide haben ihre Daseinsberechtigung. Entscheidet selbst. Die Pikiniere der Präfektur kosten 185 Einfluss. Ich persönlich sehe sie nur als Übergangsunit zur kaiserlichen Pikinieren. Es gibt wenige Spieler, die sagen, ja, die ist trotzdem auch gut, hat einen Überraschungsmoment. Und wenn ihr sie nutzen wollt, skillt sie unten lang, ist einfach wirklich, wenn dann, der Way to go. Die Nachtwache ist eine sehr, sehr gute Charge Unit mit Schwert und Schild, kostet 180 Einfluss. Denkt bitte hieran, wenn ihr die wirklich aktiv spielen wollt, ist es eine gute Alternative zum Condottieri und sie besitzt über Veteranen Baum natürlich coole Sachen. Ich würde euch empfehlen, hier oben lang zu gehen und dadurch wirklich auch mit dem Kampftrill der Präfektur zu arbeiten. Denkt bitte auch an den Einheitenbaum, an die passiven Skills. Lohnen sich hier auf jeden Fall. Die Speerkämpfer der Eisenhelme ist eine Schildunit, die auf jeden Fall in Ordnung ist, wenn man eine günstige Schildunit haben möchte für 175 Einfluss. Ich würde euch empfehlen, oben lang zu skillen, bekommt ihr nämlich eine gewisse Tankiness und vor allen Dingen 4 weitere Soldaten. Ihr habt ja noch Punkte übrig zum Schluss, ob ihr in die Mitte geht oder sagt, nein, ich gehe hier lang, entscheidet selbst. Die Feuerbogenschützen für 180 Einfluss sehe ich eher weniger, weil wenn es auch regnet, machen die Units nur bedingt was und werden aber oben lang geskillt, um wirklich euch zu buffen. Und ja. Die Arbalesten der Domäne sind schon interessanter geworden durch die Doktrin für 180 Einfluss. Hier gibt es diverse Varianten. Ich persönlich präferiere jetzt folgende. Ich gehe hier unten lang, gebe mir 3 weitere Soldaten und gebe mir anschließend auch hier nochmal 2x12% Schussrate. Die restlichen Punkte investiere ich oben. Nur eine Empfehlung, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Bogenschützen der Hopliten für 160 Einfluss sehe ich eher weniger. Und wenn ihr euch trotzdem für die Unit entscheidet, ist es ratsam, oben lang zu gehen. Ihr kriegt oben beide Werte mit. Die Bogenschützen der Präfektur für 185 Einfluss sind auf jeden Fall eine Alternative für den Einstieg, wenn ihr gar keine Bogenschützen habt, weil ihr eure aktive Fähigkeit hier Bereich angreifen verbessern könnt. Ich empfehle euch, hier unten lang zu gehen, um einfach hier wirklich den Pfeilregen hoch zu pushen. Zum Schluss kann die Einheit auch wieder Flammenpfeile schießen. Die Arkebusiere der Domäne für 200 Einfluss ist eine Alternative zum Janitschar, wobei der Janitschar hier für mich persönlich stärker ist. Ich würde euch empfehlen, hier beide Skillbäume durchzulesen. Ich würde euch aber raten, oben lang zu gehen. Die Knappen für 170 Einfluss im Ritterbaum ist eine gute Startereinheit und ist auch eine Charge- oder Schock-Infanterie, wie es so schön heißt.
Und ich empfehle euch, hier oben lang zu gehen. Achtet auch hier drauf, wenn ihr die Unit aktiv spielt, im Einheitenbaum die passiven Sachen mitzunehmen. Den Vipon-Soldaten mit Rattan-Rüstung für 165 Einfluss wurde in einigen Patches in letzter Zeit verbessert. Die Einheit würde ich trotzdem weiterhin nur bedingt bis gar nicht spielen. Und ich würde euch raten, unten lang zu skillen und ja, gibt bessere Alternativen. Die Scharfschützen mit Rattan ist eine starke Unit, die jetzt auch von den Doktrinen, von den Armbrustschützen profitiert, kostet 180 Einfluss. Ich habe beide Varianten getestet und bin der Meinung, dass Gift hier entscheidend stärker ist. Weil Feuer nämlich auch den Nachteil Regen mit sich bringt und da weniger effektiv ist. Kommen wir nun zur Season 2, die Namkam Bogenschützen. Für 180 Einfluss eine absolute Top-Unit, die ihr auf jeden Fall freischalten solltet und hat die aktive Fähigkeit Blutung, also kann Blutung aktivieren, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die Einheit wird oben lang geskillt. Die Reiter der Semerchiden kostet 170 Einfluss, eine Season 2 Unit, ist nur bedingt einsetzbar, vielleicht mal für einen Überraschungsmoment und würde ich euch raten, oben lang zu skillen und wirklich nochmal den Schaden rauszukitzeln. Die Kurchinen für 170 Einfluss profitieren aktuell von sehr viel Doktrinen. Sind sie es wert zu spielen? Wahrscheinlich aktuell weniger. Die Einheit zu spielen oder zu skillen empfehle ich euch oben lang, um wirklich nochmal die Reichweiten und den Stichschaden zu fördern. Die wohl beste Schockinfanterie für die blauen Units ist der Condottieri. Ich empfehle euch, den Condottieri auf jeden Fall freizuschalten und ihn oben lang zu skillen, damit ihr quasi euren Überraschungsschildangriff verbessert. Die Janitscharen aus der Season 4 kosten 195 Einfluss und sind wirklich eine gute Alternative bzw. die beste Alternative für meiner Meinung nach für Argebusiere auf dieser Niveaustufe und müssen übrigens über die 2 aktiviert werden, sonst schießen die nicht, haben den Nachteil, sie können wirklich fast nur gerade schießen, also auf einer Ebene schießen. Und die Skillung hier, beide Wege sind wirklich, wirklich gut. Gibt es jetzt hier nicht den einen Weg. In der Season 5 hat der Miliz von Cycalia Einzug erhalten, ist eine Grenadier-Unit, die ich euch nicht raten würde zu spielen oder hochzuleveln, weil sie einfach sehr, sehr schwach ist. Wenn ihr euch trotzdem entscheidet, diese Einheit zu spielen, empfehle ich euch, am Anfang hier unten lang zu gehen, diese beiden Punkte mitzunehmen und die restlichen Punkte anschließend nach oben zu investieren. Die Söhne Fenris sind die aktuellen Season Units. Sie kosten aktuell 170 Einfluss, später 180. Sind eine sehr, sehr starke Flankier-Unit, lohnen sich auf jeden Fall in den richtigen Händen und haben diverse Fähigkeiten, wie zum Beispiel einen Charge, wo die Feinde übersprungen werden können, einen Damage Buff, einen temporären Damage Buff, der auch von der Geschwindigkeit profitiert und eine Fähigkeit, damit ihr weniger Schaden kriegt auf der Distanz. Wie ihr lang skillen wollt, entscheidet selbst, beide Wege haben ihre Daseinsberechtigung. Ich präferiere den oberen Weg. So, das war's soweit. Viel Spaß, wünscht euch euer Lifehacks.